Ja, die Idee, die Toni Kroos Academy zu gründen, ja, die hatte ich schon länger, ehrlich gesagt, dass ich wirklich fußballinteressierten Menschen auf der ganzen Welt meine Idee vom Fußball, Praxis wie auch theoretisch, vermitteln kann. Die verschiedenen Etappen vom Jugendbereich, dann ging es auch mit U-Nationalmannschaften los, wo ich entdeckt wurde, mit meinem Wechsel damals nach München. Aber was ich immer gebraucht habe, sind natürlich auch Trainer, die mir vertraut haben, ganz klar, damit ich eben meine Qualitäten auch zeigen kann. Und das ist ganz wichtig für jeden Spieler, vor allem für jeden jungen Spieler, um dann eine gute Karriere zu machen. Cuando yo era joven, no tenía la oportunidad de recibir apoyo de jugadores profesionales o de mis ídolos para mejorar mi juego. Y tener una app como esta me hubiera hecho mucha ilusión. Ja, was mir natürlich auch bei dieser App ganz wichtig ist, dass wirklich jeder mitmachen kann, egal ob du schon in einem Verein spielst oder ob du gerade erst anfängst mit Fußballspielen. Natürlich versuche ich auch bei all diesen Übungen, dass ihr Spaß habt dabei, neue Sachen zu erlernen, neue Übungen zu lernen und eben auch den Fortschritt merkt. Denn nur dann macht es auch Spaß, wenn man merkt, man wird besser und kann es dann vielleicht auch im Spiel anwenden. Und genau das ist eben mein Ziel. Hintergründe, Stories zu hören von mir und meiner Karriere. Wie sehe ich den Fußball? Was passiert auf dem Platz, aber auch außerhalb des Platzes? Dass eben Werte, die mich auch dahin gebracht haben, wo ich bin, geholfen haben und die möchte ich eben auch vermitteln. Puedes grabar un video de tu entrenamiento, subirlo y recibir un feedback personalizado. Lo que ya es bueno, lo que puedes hacer mejor. Estoy convencido que te ayudará a mejorar. El feedback individual que ofrecemos en la academia y practicar los ejercicios técnicos hasta que estén perfectos para luego implementarlos en el juego. Eso es lo que hice y lo que me ha traído aquí.